Zum einen, mein Name Bernhard Riegel, ich bin hier Bereichsleiter für die Forschung und Entwicklung für den Hobbeke Konzern und eigentlich mit meiner Erfahrung über 20 Jahre hier schon an diesem Standort in Hobbeke. Ja, beruflich, mein Studium als Chemiker war eigentlich die Grundvoraussetzung, hier dann einzusteigen in der Elektrochemie. Ich habe promoviert in Chemie, hatte dann mehrere Forschungsaufenthalte, zum einen Max-Planck-Forschungszentrum für Festkörperforschung, danach Postdoc in den USA über 2 Jahre. Danach bin ich wieder zurückgekehrt nach Deutschland und da kam ich eigentlich in Kontakt mit den elektrochemischen Speichertechnologien, insbesondere Batterien. Habe dann am ZSW in Ulm hier auf Bleibatterien Untersuchungen gestartet, wie auch in Nickel-Metallhydrid. Und dann gab es eigentlich für mich die entscheidende Frage, Forschung oder doch Industrie. Und ich fand es dann reizvoller, wirklich in die Industrie einzusteigen und an Produkten und an Lösungen zu arbeiten. So hat es angefangen bei Hobbeke, damals noch 2001, wo ich angefangen habe im automobilen Bereich, Automotive-Batterien, wo Hobbeke schon ein innovatives Unternehmen war. Zum einen ist es natürlich sehr, sehr reizvoll, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo sie mehrere Technologien am Start haben. Wir sind hier unterwegs mit der Bleisäure-Technologie, alkalischen Technologien zum damaligen Zeitpunkt, einmal Nickel-Cadmium als auch Nickel-Metallhydrid. Und dazu kam auch die Lithium-Ionen-Technologie, sodass wir eigentlich eins der wenigen Unternehmen sind, die für alle Kunden eigentlich die richtige Lösung anbieten. Es gibt eigentlich auch keine Technologie, die alle Anwendungen erschlägt. Somit arbeiten wir auf unterschiedlichen Bereichen und bieten eigentlich auf Systemebene die optimale Lösung an. Das ist eigentlich der wesentliche Reiz der Tätigkeit zum einen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist vielschichtig. Zum einen muss man sehen, der elektrochemische Speicher hat natürlich in den letzten Jahren vor allem ein wesentliches Ziel gehabt, hier bei der Klimawende und der Klimaneutralität eigentlich beizutragen. Und da arbeiten wir schon, ja, sehr, sehr lange. Und haben eigentlich auch das Verständnis eigentlich bei unseren Kunden immer erzählt, hier sehr, sehr nah an ihren Problemen zu sein und reizvoll ist insbesondere hier einen Beitrag zu leisten zur Klimaneutralität. Es ist nicht alles die Elektromobilität, sondern eigentlich auch ein wesentlicher Beitrag die industriellen Anwendungen, vor allem die stationäre Speicherung der erneuerbaren Energie, wo wir stark unterwegs sind. Zum anderen sind es natürlich auch industrielle Anwendungen, die einen wesentlichen, wichtigen Faktor beitragen. Das ist einmal der Bereich Big Data, wo wir unbedingt die richtigen Produkte bringen müssen für unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Zum anderen haben wir die Telekommunikation, 5G-Netz, autonomes Fahren, sind wesentlich kritische Punkte, die eigentlich heutzutage auch erfüllt sein müssen. Und da spielen natürlich die Energiespeicher eine wesentliche Rolle. Wir sind hier eigentlich am Zahn der Zeit. Wir sind immer stetig innovativ unterwegs. Auch Elektromobilität spielt sich natürlich auch im industriellen Bereich statt. Wie man sieht, eigentlich im Bahnbereich. Wir fahren elektrisch zum Teil. Es gibt dann Zugsysteme beziehungsweise auch Gleissysteme, die nicht elektrifiziert sind, die rein elektrisch mit Batteriebetrieb überbrückt werden können. Das sind vor allem Strecken, die 100 Kilometer in Deutschland sind. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Elektromobilität hat sich vor allem wesentlich im Logistikzentrum stattgefunden in der Vergangenheit. Die Logistik war eigentlich schon zum großen Teil elektrifiziert. Und man kann sagen, das war eigentlich schon die größte Elektromobilitätswelle in der Vergangenheit. Und man sieht eigentlich auch, wie nachhaltig das ist, in Europa mit 80% der Elektromobilität im Logistikbereich, wobei man dann Asien und auch Nordamerika noch mit 60% hat. Wir sind hier unterwegs in extrem wachsenden Märkten, die wir eigentlich auch nach Zukunft, in der Zukunft elektrifizieren werden.
Das sind so die wesentlichen Punkte. Das Spektrum der Arbeiten hier in Hobbeke ist eigentlich sehr, sehr breit. Hier in der Forschung und in der Entwicklung wird vor allem an neuen Technologien gearbeitet, die Weiterentwicklung bestehender Technologien, applikationsspezifische Weiterentwicklung, Technologiemonitoring, was vielleicht entscheidend sein könnte an neuen Technologien für unseren Bereich. Hier auch insbesondere IP-Patentanmeldungen, die Patente fürs Unternehmen, sodass wir eigentlich stetig eigentlich hier herausgefordert werden, auch mit neuen Standorten und eigentlich dem Aufbau und das Wachstum des Geschäftes. Und das ist eigentlich eine spannende Herausforderung hier im Bereich der Forschung und Entwicklung. Ja, warum bin ich bei Hobbeke? Zum einen muss man sagen, für mich war es wesentlich, eigentlich in einem Unternehmen tätig zu sein, das eigentlich nicht nur eine Technologie vorantreibt. Hier hat man die Vielfältigkeit der Technologieauswahl und hat immer gesehen eigentlich, dass es wichtig ist, mehrere Technologien, mehrere Anwendungsfelder am Start zu haben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch Hobbeke mit einem extremen Qualitätsanspruch an sich selbst, die Kundenvertrauen. Und ich meine, wir sind sehr, sehr innovativ. Und man muss auch sagen, wenn man eigentlich vergleichbare Wettbewerber anschaut, haben wir uns im Vergleich zu denen immer sehr, sehr gut aufgestellt, haben eigentlich immer Probleme sehr gut gemeistert und gelöst. Das spricht für Hörbegehr zum einen und eigentlich auch die Freiheit, stetig irgendetwas Neues zu beginnen und das Alte eigentlich so gut wie möglich weiter voranzutreiben und eigentlich eine gute Kundenbeziehung zu haben. Das spricht eigentlich für Hörbegehr, innovativ. Wir haben weit mehr als 200 Patente am Start. Vergleichbar eigentlich mit anderen sind wir ein extrem innovatives und fortschrittliches Unternehmen im Bereich der elektrochemischen Speicherung. Gut, über 20 Jahre muss man schon sagen, baut man eine Gemeinschaft hier im Unternehmen auf. Zum einen ist Hoppeke ein familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation. Ich bin jetzt schon in der zweiten Generation mit meinem Chef. Und ich meine, man baut hier ein vertrauensvolles Verhältnis miteinander auf, sowohl als auch mit den Kollegen, als auch mit seinen Vorgesetzten. Und ich denke, man hat hier über diese lange Zusammengehörigkeit im Team und das auch interdisziplinär über die Abteilungen hinaus so ein vertrauensvolles Verhältnis, was auch wesentlich ist für den Erfolg der Projekte.